Wunderschönen guten Tag, liebe Leute da draußen. Wir, beziehungsweise ich, befinde mich gerade in unserer Küche. Und ich habe schon mal, ich glaube, zur Weihnachtszeit letzten Jahres, oh Gott, ey, wie ich hier stehe, Weihnachtszeit. Ich habe letztes Jahr Weihnachten schon mal ein Video gedreht, das hieß, wenn man backt. Und das kam richtig gut bei euch an, weil ich es auch richtig verkackt habe. Aber jetzt dachte ich mir, muss ich einen neuen Teil davon machen. Und warum ist mein Kopf nicht drauf? Ich knie mich einfach hin. Und darum werde ich euch jetzt einen Kuchen backen, oder? Oder einen Muffin oder einen Muffinteig backen. Die Bianca hat mir ein Rezept rausgeschrieben und jetzt ist meine kleine Challenge für zwischendurch. 10 Sekunden werde ich Zeit haben, um mir dieses Rezept anzugucken. 10 Sekunden. Auch lustig, Bianca muss das eben einräumen, hat sich da überall Stühle hingestellt, weil sie zu klein ist. Ich habe jetzt 10 Sekunden Zeit, ich habe keine Ahnung, was im Muffin reinkommt. Ich würde sagen, es wird ein Ei reinkommen und Mehl. Und los! Oh Gott! 9, 10! Ich habe mir gar nichts gemerkt. Okay, wie lange habe ich jetzt Zeit, um die Sachen zu sagen? Eine halbe Minute. Ja, alles klar. Es stoppt schon wieder die Zeit, oder was? Ja, 30 Sekunden. Bianca, meine ich jetzt zu battlen, ne? Ich kann das. Ab jetzt! Du hast ja keine Uhr. Ziemlich safe war Milch dabei. Milch, Öl, Öl. Öl. Ein Ei stand da. Fuck, ich weiß nicht mehr, wie viele Eier. Komm, hol mal 2 Eier rein. Milch, Öl, Ei. Alter, da muss noch mehr drin sein. Ich guck einfach, was hier ist. Bananen, Schnittkäse. Backpulver. Noch 10 Sekunden. Was gibt's noch? Kartoffelpüree, das haben wir schon nicht drin. Milch, Öl, Ei, eine Prise Salz bestimmt. Warte, das will ich, weil ich habe so die Schokolade. Nein. Schokolade, ich will doch die Schokolade, die Schokolade. Ja, wenn du die Schokolade irgendwo so blöd hinlegst, wo ist die denn da oben? Ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, 90 Milliliter Öl. Das war krass viel. Das kann überhaupt gar nicht sein. 90, aber ich habe eine 90 gesehen. Und ich, aua, Arsch! Ich verlinke euch am Ende mal den anderen Teil. Das ist krass viel, als ob einfach Öl. Ich würde niemals Öl in den Kuchen tun. Ja, sonst tun. Kommt immer Butter rein. Ah, okay. Dann verstehe ich das. Ich schätze mal einfach 250 war das Mehl. Ja, mache ich das jetzt in Liter oder was hier? Egal, ich habe keine Grammwaage, also mache ich einfach 250 Milliliter Öl. Mehl. 250. Kann ich halt ganz rein. So, also erstmal eine Prise Salz. Da stand auf jeden Fall 1 oder 2 Eier. Ich habe Angst, dass ich das mit dem Öl jetzt verkackt habe. Dann Schokostreusel. Da, ich weiß es. Da stand 2 Löffel Kakaopulver. Wieso knie ich eigentlich auf dem Boden wie so ein Horst? Och Mann! Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Angabe Zucker da stand. Ich schätze einfach mal. Komm, wenn alles so einen halben Kilo wiegt, ne? Da kann man doch mal gut 100 Gramm Zucker da noch reinhauen, oder? So, ein Stuhl wäre super, ja? Wieso habe ich mich nicht von Anfang an hier mit dem Stuhl hingesetzt? Wenn da so viele Tüten drin sind, kann man sich ruhig mal so ein Tütchen gönnen, würde ich behaupten. Ich kann doch nicht einfach Schokolade in den Teig hauen. Hä, wofür brauche ich Schokolade? Ich hab's. Ich raspel die Schokolade jetzt einfach da rein. Ich weiß sogar noch, wie viel Schokolade. 150 Gramm stand da. Nur noch Kuchenteig. Nur meine Schokolade ab. Milch! Ich hab die Milch vergessen! Wie viel Milch kommt denn da rein, Freunde? So ein halber Liter vielleicht? Wer weiß doch schon. Okay, das mit der Schokolade sieht jetzt einfach richtig dumm aus. Die gehört einfach niemals so in den Teig rein. Darum lege ich die jetzt erstmal beiseite. Komm, hauen wir noch ein Ei rein. Wer weiß das schon, ne? Also Freunde, ich sag immer, lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig. Ne? Mein Kuchenteig. Boah, das riecht auch noch so richtig nice. Danke, Bianca. Schreib mir doch mal irgendeinen Namen rein von irgendeinem Gericht in die Kommentare. Die Bibi sucht und dann gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr das geil findet. Dann habe ich wieder 10 Sekunden Zeit, um mir dieses Gericht anzugucken. Irgend so ein richtig kompliziertes. Und dann backe ich das für euch. Oder ich koche das. Ich kann auch braten. Ich habe übrigens den Backofen noch nie benutzt. Ich weiß noch nicht mehr, wie der angeht. Aber ich muss dazu sagen, das ist so ein komplizierter Ofen. Mmh. Schmeckt voll salzig. Schmeckt richtig salzig. Mmh, gar kein Problem. Ich muss einfach ein bisschen Zucker noch rein.
Jetzt langsam nervt es mich, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu rühren. So, ich habe keine Ahnung, was ich mit der Schokolade mache. Den Rest schmelze ich gleich einfach in der Mikrowelle. Kann man Gläser in den Backofen stellen? Nein. Sicher? Ich würde es nicht. Mir kommt gerade eine super Idee. Und zwar nehme ich mir zwei Gläser, weil die Muffinformen im Keller sind. Und ich, der Bianca, zeige, wie ich das auch anders kann. So, Freunde. So Leute, ich kipp das jetzt einfach mal in mein Glas rein und hoffe, dass das Glas gleich nicht platzt im Backofen oder so. Boah, sieht das geil aus. Boah, sieht echt geil aus, ne? Nächstes Förmchen befüllen. Boah, sieht das schokoladig aus. Zeigt mir unbedingt, ob ihr das cool findet mit dem Daumen nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ihr sagt, das ist die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe, Julian. Dann war das hier heute mein letztes Backvideo, aber da könnt ihr drauf zählen, Leute. Okay, cool. Ich sollte Muffin backen. Jetzt habe ich zwei Gläser mit Backpapier und das ist aber Back. Aua. Ich habe ein Stück Schokolade in meinem Teig gefunden. War prima. Ja. Das ist halt das Positive am Backen. Ich habe einfach jetzt schon mal ein paar Schokostreusel drauf. Das sind keine Schokostreusel. Ich habe jetzt schon mal ein paar Schokostreusel drauf, damit ich nachher noch mal ein paar Schokostreusel drauf haben kann. Ja, toll. Ich habe ja nicht ansatzweise die Ahnung, wie lange ich das in den Backofen hauen muss. Aber ich kann sitzen bleiben, das gefällt mir. So, aber wenn das Glas platzt, du sagst mir das nicht, ne? Wie lange will ich das denn jetzt reinhauen? Ich fick ihn noch nicht mal an, ne? Ist doch Touch, oder? Das hätten wir gleich geklärt. Aha. 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 Uh-huh. Ich würde sagen 700 Watt. Ganz klar, macht man immer bei Kuchen. Wie lange haut man denn so einen Kuchen rein locker? Na bitte, wer sagt's denn? Wusstet ihr, dass ich früher mal Mikrowellenverbot hatte zu Hause, weil ich irgendeinen Topf in das Ding gestellt habe, der vergoldet oder verchromt oder irgendwas war? Dann ist die Mikrowelle explodiert. Ich werde jetzt die Schokolade schmelzen. Toll, da brauche ich den Backofen für! Nein, ich werde nämlich ein Wasserbad machen. Hier steht nämlich ein Topf, meine lieben Freunde. In den Topf werde ich Wasser füllen. Ich hau jetzt den Topf da rein. Blum, und er schwimmt, ja? Das heißt, ich will das jetzt gleich, hier hängt noch Kuchenteig hinten dran. Das macht halt auch diesen geilen Backflair jetzt gleich, wenn da noch Kuchenteig im Schokoladenteil drin ist. Boah, ich glaube, ich sollte 150 Gramm Schokolade nehmen. Was liegt jetzt hier drin? 6 Stücke. Habe ich ernsthaft den ganzen Rest aufgefressen? Das ist voll salzig. Wie viel Salz stand denn da drauf? Jetzt kannst du mir ja sagen. Gar kein Salz. Gar kein Salz? Gar kein Salz. Hier stinkt's. Darf ich dir was sagen? Ja. Du hast nicht den Backofen angemacht, du hast die Mikrowelle angemacht. Mikrowelle? Jaka, mach das aus! Mach das aus! Wow! What the fuck passiert denn hier? Voll krass! Warte! Ich mach dir den richtig an. Film das mal! Jo. Ich mach das mal auf 180 Grad. Leute, wir switchen kurz die Kamera. Ich zeig euch mal, was jetzt hier abgeht, Leute. Innerhalb von einer Minute habe ich einen Kuchen gezwitschert, gezaubert. Ist das ein so Suprantopf? Ist das einer? So, ich will das jetzt hier anmachen. Wie heißt denn der? Der heißt nicht Suprantopf, ne? Hier gibt es so komische Touchknöpfe. Oh, ich hasse es. Wieso kann er nicht einfach an, aus, backen, kochen? Was sind das hier alles für Knöpfe? Yeah. So, ich habe jetzt die Schokolade auf 9 gestellt und lasse die jetzt 4 Minuten und 3 Minuten und 42 Sekunden brutzeln, bis ich so eine flüssige Schokoladenflüssig habe. Oh, geil! Sehr lecker. Wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Das war richtig dumm, dass ich den da hingelegt habe. Jetzt geht's ab. Jetzt bin ich überfordert. So, jetzt muss ich ganz schnell mein Glas rausholen. Oh, scheiße, mein Kuchen ist rausgefallen. Gib mir das Holz frei! Nein, gib mir das Holz frei! Gib mir das Holz frei haben! Wo ist das? Halt! In der unteren Ding! Alter, ich brenne! Da will ich in die Schokolade rein! Nein, daneben! Ich brauche meine Ordnung! Jetzt kann ich nicht arbeiten! Jetzt ist eigentlich ein ganz, ganz einfacher Prozess. Soll ich die Muffin das auspacken? Ja. Boah, der sieht so richtig schokoladig aus. Wie Foodporn-mäßig das aussieht. Darüber vorsichtig noch ein paar Schokostreuselchen schokolieren. Ein Schokoaffen einflößen. Der Kuchen ist eigentlich fertig. Jetzt kommt die Bianca ins Spiel, die muss ihn jetzt probieren. 3, 2, 1.
Okay, ich habe mit allem gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich am Ende nichts mehr habe und haue Paprika da rein. Aber dass dieser Kuchen... Hey, warte mal! Das ist der leckerste und fluffigste und softigste und geilste Schokoladenkuchen, den ich in meinem ganzen Leben jemals gegessen habe. Das ist kein Prank. Das ist kein Prank. Ich schwöre auf alles. Ich habe gedacht, da kommt ein hartes Stück Scheiße raus, das wird nicht hart, du dann verkackt alles und vergisst die Hälfte aller Sachen. Dieser Schokoladenkuchen ist Foodporn auf 100%. Warum ist das so lecker? I'm out. Ich schwöre es euch, macht es am besten nicht mit dem Glas nach. Ich weiß nicht, ob danach irgendwas explodiert oder fragt eure Eltern oder Freunde oder ihr wisst es einfach. Macht es einfach so mit den Zutaten, genauso wie ich. Ich habe keine Ahnung, warum es bei mir so geklappt hat. Es ist auf jeden Fall die geilste essbare Scheiße, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Nicht, dass es so aussieht wie Kaka. Puh. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon habt. Ich verlinke euch hier das Video vom letzten Mal. Da hat es leider nicht so gut funktioniert. Hier verlinke ich euch Bibis neues Video. Wie heißt das? Oh, das ist, hat etwas mit einer Schönheitsoperation unter anderem zu tun. Und schaut auf jeden Fall bei Bibi vorbei. Das Video ist neu. Bibi ist eine nette Person. Tschüss! Kannst du die Kamera ausmachen?